Entwickler Rockstar Games versorgt die GTA 5 Community in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten und Events zu dem Mehrspieler-Part GTA Online. So ist in dieser Woche beispielsweise die sogenannte Sabre-Woche gestartet, die unter anderem den D-Class Sabre Turbo Custom mit sich bringt, der seit dem 19. April bei Benny's Original Motorworks zur Verfügung steht und durch ein umfangreiches Styling an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Außerdem gibt es im Rahmen der Feierlichkeiten besondere Rabatte bei einzelnen Händlern sowie doppelte Reputationspunkte bei verschiedenen Spielelisten. Doch wie sieht es eigentlich mit dem lang ersehnten mysteriösen Singleplayer-DLC zu GTA 5 aus, der schon vor einer ganzen Zeit angekündigt worden ist? Gerüchte gab es in der Vergangenheit immer mal wieder, handfeste Informationen hingegen allerdings nicht. So macht seit heute ein neues Gerücht die Runde, dass die Reise von Los Santos bald Richtung San Fierro und Las Venturas aus GTA San Andreas geht. Dabei soll sich die Handlung um den Charakter namens Anthony Miller drehen. Als dieser 11 Jahre alt war, wurden seine Mutter sowie sein Vater von Drogenbossen ermordet. Anthony landete daraufhin auf der Straße und rutschte so selbst ins Drogenmilieu ab. Zusammen mit den Killern seiner Eltern gründete er eine Familie nach italienischem Mafia-Vorbild und tötete schließlich seinen Geschäftspartner im Alter von 19 Jahren, da er von dem verdienten Geld keinen Anteil bekam. Nach und nach erlangte er mehr Macht innerhalb der kriminellen Strukturen und bietet fortan seine Dienste für den Transport von Drogen und deren Sicherheit an. Diese Informationen stammen aus dem Bericht des griechischen Online-Magazins Busted. Busted ist in der Vergangenheit bereits des Öfteren aufgefallen, da die Seite auf diverse Fake-Infos hereingefallen ist. Grund genug also, den Quellen, die der Reportage von Busted zugrunde liegen, nachzugehen. Laut der Kollegen von PlayNation.de handelt es sich bei den Quellen ebenfalls um Gerüchte. So beruft sich die Seite auf einen YouTube-Kanal namens 21. Dieser hat verschiedene Videos mit Gameplay-Schnipseln und Morsecodes hochgeladen und veröffentlicht. Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, zeigten die Betreiber des Kanals Ingame-Dateien von GTA 5, die sich in dieser Form mit wenigen Klicks auf Google ganz leicht wiederfinden lassen. Eines dieser Videos zeigt einen Morsecode, der die Handlung von Anthony Miller erzählt. Hochgeladen worden ist der Clip am 14. April 2016. Ein weiteres Video dieses Kanals, das als Quelle dient, zeigt Gameplay-Material. Wie die Kollegen von PlayNation.de schreiben, handelt es sich dabei lediglich um Gameplay aus einem älteren GTA 5 und eine Animation aus einem bisher unbekannten Titel. Schließlich gibt es noch Screenshots, auf die sich Busted als Quelle beruft. Diese werden jedoch vom Autor der Reportage selbst hinterfragt. Zitat: Hier gibt es eine Reihe von Bildern, die wir aus Foren und von anderen YouTubern gesammelt und Screenshots, die wir selbst gemacht haben. Einige dieser Bilder sind schon über ein Jahr alt und stellen in sehr geringer Auflösung und Qualität einige Inhalte aus Grand Theft Auto 5 in älteren Spielen dar. Ob es sich hierbei um Originale handelt oder um simple Photoshop-Bearbeitungen, muss jeder für sich entscheiden. Die Informationen, worauf die Videos des YouTube-Kanals basieren, stammen angeblich, laut eigener Aussage, von einem Mitarbeiter von Rockstar Games. Über einen Insider wüsste er daher auch, dass es in der Singleplayer-Erweiterung möglich sein werde, Pferde zu reiten oder ins Casino zu gehen. Weder Rockstar Games noch Publisher 2K Games haben sich bisher zu diesem Bericht geäußert, sodass es sich dabei aktuell lediglich um ein Gerücht handelt. Spekulationen um einen möglichen Singleplayer-DLC gab es in der Vergangenheit schließlich bereits mehrfach. Vielleicht erhalten wir im Rahmen der nahenden E3 in Los Angeles vom 14. bis zum 16. Juni 2016 neue Informationen. Bis dahin heißt es, nicht jedes Gerücht bezüglich dieses Themas glauben. Und jetzt seid ihr gefragt, was meint ihr? Ist an den Gerüchten was dran? Und welche Inhalte wünscht ihr euch für einen Singleplayer-DLC zu GTA 5? Haut's mal in die Kommentare und damit bin ich dann auch raus.